Hey, I'm Josh Hutcherson. I'm Liam Hemsworth. And you're watching Frank Tausch. Hi, Frank Tausch hier, Filmkritik TV. Diesmal geht es um die Tribute von Panem, einem der meisterwarteten Filme des Jahres, in dem in einem futuristischen Nordamerika alljährlich 24 Jugendliche in den grausamen Hungerspielen gegeneinander kämpfen müssen und nur einer überleben darf. Willkommen und fröhliche Hungerspiele! Ach, ich liebe das. Ladies first. Primrose Everdeen. Nein! Ich melde mich freiwillig! Ich melde mich freiwillig als Tribut. Das Wichtigste zuerst, ich habe die Bücher nicht gelesen. Und ob Buchvorlage oder nicht, ein Film muss immer allein bestehen können. Für Leser könnte manches etwas zahmer als erwartet sein, da der Film ab 12 durchkommen musste. Obwohl das bestimmt auch nur mit Ach und Krach genehmigt wurde. Autorin Suzanne Collins hat am Drehbuch mitgeschrieben, du kannst also Vorlagentreue erwarten. Wobei ein Film natürlich auch immer sein eigenes Leben hat. So siehst du hier beispielsweise den Kontrollraum der Spiele und President Snows Rosengarten. How do you decide what you take from a book and what to add as a Well, it's a different medium. Compliment. And there's things that you need to change and there's things you have the ability to fictionalize and there's things that, you know, like we get to go into the mind of people in the Capitol or at the Game Center or the way they're controlling the game and that's not in the original. Die Tribute von Panem ist kein 0815 Popcorn-Filmchen. Ist intelligent, mit einer packenden Story und hervorragend geschriebenen Charakteren. Die perfekte Mischung aus Spannung, Action, Herz und Seele bedient Filmfans unabhängig von Alter und Geschlecht und fantasievolles Kostüm und Setdesign und Make-up, das die morbide Gesellschaft widerspiegelt, gibt's obendrauf. Die Story macht uns Angst, gibt aber auch Hoffnung und genau darin liegt das Geheimnis des Films. Er berührt uns emotional sehr tief. Ich habe ja schon oft gesagt, dass Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson zu den besten Nachwuchsschauspielern gehören. Lawrence würde als Katniss hier ihre zweite Oscar-Nominierung verdienen. Die hat mich wieder mal komplett umgehauen, weil sie immer so viel mit ganz wenig erreicht. Elizabeth Banks hat Regisseur Gary Ross angefleht, die überkandidelte Effie spielen zu dürfen und hat mich hier überraschend zu ihrem Fan gemacht. Die mochte ich nämlich eigentlich nie so gern. Stanley Tucci dreht als Showmaster mit blauen Haaren wieder mal herrlich auf. Donald Sutherland gibt das kalkulierende Staatsoberhaupt und Lenny Kravitz sichert sich mit einer kleinen, aber feinen Rolle seine Zukunft in Hollywood. Woody Harrelsons Haymitch hätte ich mir ein bisschen mehr Schmackes gewünscht und Liam Hemsworth kann in diesem Teil leider nicht sehr viel zeigen. I read a magazine article, was it the New York Times or the Atlantic recently, that said that Katniss is the most important female character in recent pop culture history. I'm sure you've read this. That's a lot to live up to, right? Sure is, yeah. Do you agree but with it's that? It's also a great honor. Yeah, I hadn't actually heard that quote before, but yeah, I think she is. Very important character. Being the creator of your own life, and that's something that I've believed in all my life, and something that my family kind of instilled in me, and that was probably the biggest connection I had with Pete. I mean, on top of that, his way of kind of communicating with people and his way of sort of understanding how people work is something that I kind of think that I learned a lot from my mom, and I kind of feel like that's a lot of who I am as a person. I just feel like on a lot of levels I really connected with everything that Peter believed in. Es passiert mir leider nur sehr selten, dass ich, nachdem ich einen Film gesehen habe, abends im Bett noch über ihn nachdenke, geschweige denn 2, 4 oder 7 Tage später. Das war hier der Fall. Gary Ross hat im Wesentlichen alles richtig gemacht, da muss man jetzt auch nicht auf Krampf nach einem Makel suchen, den man ohnehin nur mit einer Lupe findet, sondern kann nur akzeptieren, dass Hollywood-Hype eben manchmal berechtigt ist, auch wenn der Streifen schon ein etwas stärkeres Ende verdient hätte. Selbst nach seinen 2,5 Stunden Laufzeit hatte ich mir gewünscht, dass er nicht zu Ende geht, denn die Tribute von Panem gehört bereits im März zu den besten Filmen des Jahres. Der Streifen ist ab 12 freigegeben und startet in Deutschland, Österreich und der Schweiz am 22. März. Ich gebe die Tribute von Panem ein A, lass mich deine Gedanken wissen. Und da ich weiß, dass viele Leute den Film sehen wollen und da Kino nun mal sehr teuer ist, lade ich diesmal 6 von euch ein, ihn zu sehen. Genauer gesagt verlose ich je 2 Karten an 3 Gewinner und das erste Buch gibt es auch noch dazu. Mitmachen ist ganz einfach, du musst natürlich Filmkritik TV Abonnent sein und dieses Video favorisieren.
Und aus den Kommentaren werde ich dann per Zufallsgenerator drei Gewinner ermitteln, die wie gesagt je zwei Karten für den Film und das erste Buch erhalten. Die Gewinner werden von mir benachrichtigt und am Sonntagabend, den 25. März, auch auf meiner Facebook-Seite bekannt gegeben. Link dafür ist unten in der Beschreibung. Und du hast dann einen Tag Zeit, dich bei mir zu melden, ehe dein Gewinn an jemand anders geht. Okay? Viel Glück bei der Sache. Wie immer natürlich viel Spaß im Kino. Für heute tschüss aus Hollywood.